diese schweigsamen Aufsager, also diese Aufschweiger, die gefallen mir eigentlich immer besser. Also ihr wart dabei, wie ich mich gerade angezogen habe für einen sonntäglichen Spaziergang am Wasser. Und weil mein Lupo einfach so ein paar Kilometerchen auf dem Buckel hat, werde ich ihn schon nicht ans Meer fahren und gehe einfach runter an die Elbe. Es hat ja diverse Vorteile, wenn man mitten in Hamburg wohnt, beziehungsweise so nah, dass man überall da, wo Wasser ist, auch hingehen kann. Oh ja, wie immer verbinde ich das Angenehme mit dem Nützlichen. Was ja beides eigentlich angenehm ist. Socken, weil ich ein längeres Stück gehe, haben wir auch jetzt endlich mal geklärt. Socken in Anwendung, also die Strecke ist ein paar Kilometer. Und eben ein paar Kilometer, weil gehen. Gehen, ganz wichtig, 10.000 Schritte am Tag mindestens. Und wer sich jetzt fragt, warum hat sie sich so warm angezogen? Ja, das frage ich mich auch. Totaler Quatsch, ist viel zu warm. Aber ich wollte euch diesen super Mantel zeigen und die Kombi finde ich einfach ganz grandios. Und ich werde gleich, wenn die Kamera aus ist, sofort alles ausziehen. Naja, fast alles. Wie immer bravourös gefilmt und wahrscheinlich gut zu verstehen. Schwarze Wolken, also perfekt angezogen. Viel näher werde ich heute wahrscheinlich nicht ans Wasser kommen. Aber Wassernähe ist Wassernähe und man braucht auch nicht unbedingt mit den Gummistiefeln reinzugehen. Ich passe auch wahnsinnig gut hier zu den Trollern und manchmal muss auch das. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, ein wunderschönes Herbstensemble gefunden. Es ist übrigens nicht viel zu warm mit diesem Gesamtding und ich kann nur empfehlen, wer in Hamburg ist, geht ans Wasser, egal ob ans Meer, an die Elbe, an die Alster, ist egal, jedes Wasser ist hier schön. Und wer es auf die Spitze treiben will, der geht natürlich auf ein Boot. Habe ich schon gemacht, würde ich auch jederzeit wieder machen. Hier fährt übrigens die Fähre, kann man einfach auch mal rüberfahren für wenig Geld. Ist auch so ein Tipp. Ich werde jetzt einfach versuchen, diesen wackelnden Ponton auszuhalten. Ponton. Und werde ein bisschen elegisch aufs Wasser gucken. So viel von mir am Sonntag. Findet man mich übrigens meistens irgendwo am Wasser. Auch in Gummistiefeln. Gesundheit.